Und somit herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir machen weiter mit den Missionen. Hier habe ich erst eine Mission. Da weiß ich gar nicht, wer die Frau ist und was für eine Aufgabe wir überhaupt haben. Irgendwas mit Müll. Irgendwas mit Müllentsorgung oder sowas werden wir gleich erfahren. Wo bist du denn, liebe Frau? Maria! Liebe Maria Bava, dann erzähl mal. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin nicht das, was du erwartet hast. Also die sieht so aus, als hätte sie ihre Tage oder die ist richtig feucht da unten. Guck mal an. Guck sie mal an. Aber, ey, die ist nicht schlecht. Ja. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Ich habe gehört, dass Sie auf der Müllkippe arbeiten und vielleicht Informationen für mich haben. Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Das ist aber noch nicht das Schlimmste, was Sie machen, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann diese Putzkolonne da sein wird? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich informiere mich mal über diese Putzkolonne und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Alles wird gut, Maria. Sie haben das Richtige getan. Von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Alles klar, Maria. Dann sei nicht so verkrampft. Lass deine Hände los. Du bist so verkrampft. Ich weiß nicht. Wollen wir mal ein Quickie machen? Vielleicht bist du danach wenn so frei. Wenn das vorbei ist, finde ich hoffentlich eine andere Arbeit. Also, du kannst bei mir anfangen, wenn du willst. Ohne Witz, Maria. Also, ich muss wieder ein Haus aufbauen. Und du könntest mit mir da mal ein bisschen beim Aufbauen und Putzen helfen. Und... Naja, was laber ich denn da? $50.000 kriege ich dafür. Ach du Scheiße. Wie weit? Fast 1000? Ein Kilometer? Jetzt sind's genau ein Kilometer circa. Oder? Jo. Ein bisschen mehr sogar. Dann wollen wir mal. Gibt's Nachrichten? Nur Musik. Auch nur Musik. Keine Nachrichten, verdammt. Nö, keine Nachrichten. Alles klar. So, wir haben nur noch 200 Meter circa. Oh, das sieht aber richtig... Ja. Das sieht richtig beschissen aus. Wie auf einer Mülldeponie, ja. Fahren wir da mal rein? Oh, fuck! Sabotiere die Müllkippe! Wo sind denn die Gegner? Da oben ist ein Wachposten, den muss ich eigentlich versuchen als erstes, obwohl da unten ist auch einer. Der kommt sogar her. Der kommt sogar her. So, den nehme ich mir vor. So. Die anderen haben nichts gehört. Wie immer. Oder ist er auf Suche? Nee. Oh, der eine kommt runter. Oh, der eine hat doch was bemerkt. Finde ich aber cool. So. Oh, der wird gleich seinen toten Kollegen sehen und abgehen. Und bevor der was sieht, ist er schon tot. Komm, komm, komm! Eieieiei. Okay.
Da haben wir schon mal 3000 geklaut. Was gibt's hier noch? Also hier oben war nicht viel zu holen. Ein Scharfschützengewehr. Brauche ich das? Das muss heute noch fertig werden. Wartet mal. Vielleicht kann ich. Nee, da platzt gar nichts. Da platzt gar nichts. Ich dachte halt. Dann nehme ich halt meine Waffe wieder. Und. Muss halt aufpassen, ob hier einer schon wachsam wurde. Da ist ein Wachposten auf jeden Fall, der hochrennen wird, weil hier ist das Telefon. Soll er kommen? Na komm mal her. Hier wartet der Tod auf dich. Hallo. Ja. Auf der Suche. Warum sind die auf der Suche? Mann. Okay. Hier liegt eine Leiche. Ja, deine gleich auch. So. Jetzt laufen wir aber runter. Hab keinen Bock mehr da unten. Da oben. Gibt's auch nochmal Sachen zu sammeln. Alles Geld, alles meins. Da ist noch einer unterwegs. Der weiß nicht, wohin mit sich selbst. Aber ich weiß genau, wohin mit ihm. Ab ins Jenseits. Ah, da ist noch ein Medizinschrank, den wir nochmal mitnehmen können. Obwohl, der ist drin. Waffenschrank? Was gibt's im Waffenschrank? Schauen wir mal. Vielleicht was Interessantes? Nö. Also jetzt nichts Interessantes für mich. Wow. Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Eieiei, dass das immer so lange dauert. Voll an dein Hirn rein. Alles klar, wo sind die anderen? Wo? Oh, okay. Ach Mann, immer das Gleiche mit mir. Immer das Gleiche mit mir. Das ist aber die Großkotzigkeit von mir. Wow, fast 5000 Dollar verloren. Also, wow, aber richtig wow. Es geht alles von vorne los. Aber das Geld ist weg. Jetzt bin ich auch sauer. Richtig sauer. Halt, dein Geld nehme ich mit. Da ist auf jeden Fall einer. So. Keiner klaut mein Geld. Zu dir. Und dann zu dir. Hat der unten das mitgekriegt? Nee. Der hat nichts mitgekriegt. Aber ich bleib mal hier. Ich bleibe mal hier. Obwohl, das war ein Wachposten, ne? Das war ein Wachposten, den ich eigentlich mal wegkriegen sollte, weil der könnte mir richtige Schwierigkeiten machen. So. Keine Zeugen. Keiner, der mich sucht. Alles gut. Dann mache ich das mal schnell. Wie jetzt? Nichts passiert. Was ist das denn für einer? Der Arbeiter da macht mit, oder was?
Wachposten, den muss ich erledigen, bevor der irgendjemanden ruft. Okay. Alles gut soweit. Liebe Frau oder lieber Mann? Ist ein Mann, keine Angst. Hier ist das Gesetz. Jetzt schauen wir mal, was gibt's hier? Nichts zum Sammeln? Nö, ist ein Poster, aber. Ey, da sind auch nackte Frauen drauf. Guckt euch mal die nackten Busen an. Okay. Mr. Yes. Da hängt auf jeden Fall eine nackte Frau an der Wand. Nehmen wir mit. Für unsere Sammlung. Hier liegt noch überall was rum. Da liegt was rum, da liegt was rum. Halt, hier ist noch was. Oder? Nee, im nächsten Raum. Naja, Raum kann man es nicht nennen. Draußen liegt das Geld rum. Kann ich hier noch was machen? Da drin vielleicht? Da unten? Auf die Müllautos erstmal springen. Zack. Okay. Waffenschrank brauche ich nicht. Da hinten muss ich hin. Aber kugelsichere Weste, das könnte ich gebrauchen, ja. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jetzt bin ich im Müll drin, ja. Jetzt bin ich im Müll drin. Was ist das? Ach, das ist ein toter Mann. Okay. Jetzt einmal bitte raus hier wieder. Schnell raus. Raus, raus, raus. Brauche ich nochmal Medizin. So, dann gehen wir mal zum Ziel. Was müssen wir machen? Was soll ich machen, liebe Leute? Okay, der ist auf jeden Fall weg. Kugelsichere Weste ist doch hier irgendwo da drin, oder was? Auch noch schön geschützt. Ja, komm, mach auf. Mach hinne. So. Zieh sie an. Fertig aus. Jetzt sind wir etwas stärker. Irgendwann können wir auch den Lincoln, unseren Protagonisten, unseren Hauptdarsteller und so weiter. Irgendwann können wir ihn auch upgraden. Geil, was ist das hier für ein Geheimweg? Aber dafür müssen wir erstmal genug Geld verdienen. So, Leute. Wie komme ich jetzt hier rein? Verdammte Scheiße nochmal. Eingang. Da steht doch Eingang dran. Einfach mal nur Augen aufmachen, oder? Aber ich komme hier nicht rein. Ich komme da nicht rein. Soll ich dann einen Cocktail reinschmeißen? Molotow-Cocktail oder sowas? Könnt's mal versuchen mit einer Granate vielleicht? Nichts passiert. Damit vielleicht. Ein Versuch ist wert. Muss ich das Ding aufbrechen? Irgendwie mit dem Auto? Aufmachen hier oder was? Nee. Nein, das kann ich vergessen. Sabotiere die Müllkippe. Ach, da kann man rein. Über diese Treppe. Über diese Treppe komme ich da rein. Ach du Scheiße, hätte ich das vorher gewusst. Okay, dann schnell wieder hoch. Bin extra hier runtergesprungen. Ach Mann. Okay, was soll's? Was soll's? Du sollst hier weg. Steht immer noch da rum. Jetzt habe ich ihn angeschossen und trotzdem steht er immer noch da rum. Naja, dumm bleibt dumm. Kann man nichts machen. So. Hm,
Eine schöne Notiz für uns. Hallo, runter da. Was ist das für ein Scheiß hier? Wenn Sie noch einer von den Stümpern mit diesem Säurung... Säure-Scheiße bekleckert, tu ihm einen Gefallen und erlöse ihn gleich von seinen Leiden. Marky sah aus wie eine verfaulte Tomate, als er endlich, also die freuen sich darüber, dass irgendeine abkratzte. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Ganz unauffällig. Verschwinde von der Müllkippe. Alles klar. Spring runter. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier verschwinden. Mein Auto ist weg, darum nehme ich mal den hier. $10.000 nochmal extra verdient. Die schicke ich aber jetzt sofort weg. Wo ist meine Milf? Da ist die Milf. Muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Mir war danach. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Willst du was anzahlen? Ja, ja, Baby. Hier, nimm mal das mit. Ja, ja. Was machst du da überhaupt? So, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Hier oben ist doch alles fast fertig, wollte ich sagen, aber nix da. Müllentsorgung, da gibt's ja noch einiges. Naja, die beiden müssen wir jetzt noch machen hier. Auf jeden Fall. Befrage die Erpresser. 600 Meter knapp. Kann man schnell machen. Da ist noch ein Verteilerkasten. Ja, ja, ja. Immer gut, alles gut. Ist es draußen? Ja, klar, klar, klar. So. Alter, hast du irgendwas am Arsch oder was ist los, ey? Ach, Mann, Mann, Mann. Das hört sich immer richtig pervers an, wie die da rumstöhnen. Ohne Witz, Leute. Da wäre wieder ein Verteilerkasten. Hol ich mir jetzt auch. Da ist ja direkt vor der Nase. Also das kann man jetzt nicht hier liegen lassen. Halt! Spring doch nicht so raus, Mann. So. Und der guckt erstmal zu, was ich mache. Was ist denn los mit dir? Er lächelt auch noch so hässlich. Ja, was mache ich denn wohl hier? So. Das war mal wieder umsonst. Ey, sei doch einfach ruhig, Mann. Nee, war nicht ganz umsonst. Da hinten gibt's was. Da hinten gibt's was. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Bestimmt von hinten. Ist ja klar. Oder von oben. Da hängt ein Poster. Da steht er. Kommunismus. Reachable Stars. Das gleiche hatten wir schon mal. Ja, und siehe da, 3 von 4. Kann ich herunterspringen, ohne dass ich mir weh tue? Ah, ich riskiere es mal nicht. Letztes Mal bin ich gestorben. Ohne Witz, Leute, nicht verletzt, sondern gestorben bin ich letztes Mal. Nur weil ich da runtergesprungen bin. Einmal die Waffe wegpacken, bitte. Moment mal, da war doch noch was. Nee, sah nur so aus.
Mein Auto, da. Hallo. Immer schön die Polizei ärgern. Halt, hier ist doch... Hier ist doch noch ein Auftrag. Sind ja beides dieselben, glaube ich. Also, ja, Müllentsorgung. Ja, ich bin ja näher da dran jetzt. Komm, die machen wir jetzt. Befragen. Du bist ausgerastet. Hör zu, unsere Aufgabe ist okay. Nur da rauszugehen und den Schwanzlutschern ein bisschen Angst zu machen. Sie daran zu erinnern, dass sie in dieser Stadt erst dann Müll einsammeln dürfen, wenn sie Papi bezahlt haben. Alles klar, komm her. Hey, der holt seine Waffe raus, der Hässliche. Ja, dann machen wir es halt anders, komm. So. Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Mücke betreibt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Also gut, was sollen wir machen mit dir? Töten? Krieg ich 1000er sofort. Anwerben 2000 zum Geschäft. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. 2000 zum Geschäft, habe ich gesagt. Alles klar. Jo, da liegt noch Geld rum. Habe ich zufällig gesehen. Dollar. Hey. Hey, nimm doch den Scheiß noch mit. Ja, genau. So, rüberspringen. Und euer Auto nehme ich auch mit. Weg da. Was hat er jetzt angewählt hier? Warum hat er jetzt das angewählt? Müll entsorgen? Da war doch... Hier ganz in der Nähe ist doch was ganz anderes. Hä? Ja, ist gut. Oje, oje, oje. Wir kommen da gar nicht voran. Okay, dann spring mal raus, komm. Kein Zweck. Steht da. Ich kann da auch nicht rüberspringen jetzt. Okay. Leute. Dann mache ich mal ein bisschen Bambule. Das sind aber viele. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Scheiße. Hier, ihr Penner. Wachposten alarmiert, das ist gar nicht gut. Da sind schon so viele da. Kommen noch mehr oder was? Scheiße! Der holt noch mehr. Da muss ich mal etwas weiter weg. Aber nur etwas weiter weg. Ja. Ich habe schon gehört. Hilfe ist da. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss erstmal. Ich glaube, die haben mich wieder verloren. Dann könnte ich jetzt einen nach dem anderen leise ausschalten. Was liegt da auf dem Tisch? Pizza? Pizza und Getränke? Ach, was machst denn du da, Lincoln? Hey, geh weg da. Ach, mein, hat er sich da verhakt. So.
Ja, kommst du jetzt oder was? Da kommt keiner. Ich muss aufpassen. Nicht, dass sie jemanden rufen. Ja, komm her. Der will mich wohl verarschen. Warum sollte ich das tun? Der hat Schiss. Ich mach dich fix und alle. Wer sagt das? Wer sagt das? Scheiße, jetzt haben mich alle gesehen, oder? Scheiße! Das ist kein guter Platz gewesen. Brotlose Kunst, was ihr da macht. So. So. Hab ich nochmal was dazu verdient. Ich muss halt aufpassen. Sonst verliere ich wieder mein Geld. Wartet mal, wartet mal. Da, eine Granate reinschmeißen vielleicht. Granate! So, der ist weg. Heilige Scheiße! Ist der auch weg? Oh, von oben kommt einer. Ah, scheiß Waffe. Das gibt's doch nicht, dass der so viel aushält. Und was ist das für einer? Mit Mütze. Oh, gar keine Muni mehr. Ja, wie viel haben wir denn da? Ich muss jetzt zu einer anderen Waffe greifen auf jeden Fall mal. Da, die hier. Die ist richtig gut. Die Frage ist, wo sind die Gegner? Wo ist der Gegner? Hallo! Mann! So, Leute. Ich glaube, das war's. Ich muss auf jeden Fall gleich den Waffenhändler rufen und mir mal eine neue Waffe geben lassen. Kann ich auch mitnehmen. Da liegt auch was. Da liegt auch was, oder? Ja, habe ich richtig gesehen. Hier liegt überall noch was. Draußen. So. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Aha. Eine schöne Notiz wieder. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn hier noch? Also hier sind Schiffe, die ich zerstören kann. Okay, geil. Ist aber nicht die Polizei, die da ankommt, oder? Nein. Alles gut. 350 Meter, jetzt muss ich hier weg. Ja, was ist denn die nächste Mission? Da, wo wir hingeführt werden. Dahin, glaube ich. Ja, da gehen wir jetzt hin. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Nebenbei mache ich jetzt halt auch diese Kack-Missionen, kleinen Missionen, aber bald geht's wieder richtig zur Sache. Ich muss halt ein bisschen Geld verdienen vorher. Naja, vielen lieben Dank nochmal und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao. Once again it's so, the motherfucking psycho, Ice Cube the Don Mecca, with my nigga DMX. Fuck that shit.
dog's off the leash, then the dog's gonna bite. If the dog's in the ring, then the dog's gonna fight. If the dog's on the west coast, then I'm fucking with you. Let him hold that nigga, keep him coming in twos. Like Noah, I make it wetter. Your double header, hit that ass like I got a vendetta. You know it's better with the dime, make it shake it off. Shake it off, take it off, take it off. And make it so fierce. It's all good, it's alright. Fuck all day, fuck all night. Call my niggas, cause wherever I go, y'all my niggas, east to the west coast, all my